Dear comrades and dear friends. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Have a look at this planet and think of what you see. Schaut euch diesen Planeten an und denkt darüber nach, was ihr seht. Generalized crisis, economic, social, political, environmental. Eine verallgemeinerte Krise in Bezug auf die Wirtschaft, die sozialen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse, die Umwelt. War, terror attacks in the heart of Europe. A massive influx of desperate refugees, the EU shaken to its roots. Krieg, Terror im Herzen Europas, massive Zuwanderung durch verzweifelte Flüchtlinge und die EU ist in ihren Grundfesten erschüttert. Does anybody in the ruling elites see a way out of this? Sieht irgendjemand in der herrschenden Elite einen Ausweg aus dieser Situation? Does any of them have any optimism about the future? Hat irgendjemand dort einen Optimismus, die Zukunft betreffend? The answer is no. Die Antwort ist nein. All they can do is to stagger empirically from one day to the next. Alles, was sie machen, ist empirisch von einem Tag zum nächsten zu stolpern. And only make sure that the working class pays for their crisis. Und sicherzustellen, dass es die Arbeiterklasse ist, die für die Krise bezahlen muss. A perfect combination of factors for the far right wing and the neo-Nazis to rise. Das ist eine perfekte Kombination von Faktoren, damit die Rechtsradikalen und Nazis gestärkt werden. Things can get much worse before they get better. Die Dinge können noch sehr viel schlimmer werden, bevor sie besser werden. Look at Brussels. Schaut euch Brüssel an. Therefore, the question is, what do we do to get out of this nightmare situation? Deshalb ist die Frage, was können wir tun, um aus diesem Albtraum herauszukommen? Let us look at some of the lessons from Greece. Lass uns einige der Lehren aus Griechenland betrachten. In Greece we now have the implementation of the third memorandum. In Griechenland gibt es jetzt die Umsetzung des dritten Memorandums, also des dritten Kürzungsplans. Only this memorandum is applied by Syriza, the party which was elected to put an end to the memorandum. Nur dieses Memorandum wird durch Syriza eingeführt, also eine Partei, die gewählt wurde, um alle Memoranden loszuwerden. The party that was elected to put an end to austerity and to kick the Troika out of the country. Eine Partei, die gewählt wurde, um die Austerität zu beenden und die Troika aus dem Land zu werfen. Tsipras says that they have done everything possible, everything that was humanly possible, to get a good deal with the EU. Tsipras sagt, sie hätten alles Menschenmögliche getan, um einen guten Deal mit der EU auszuhandeln. That they fought, the government of Tsipras fought ferociously against the demands of the Troika. Sie behaupten, sie hätten bis zum letzten gekämpft gegen die Forderungen der Troika. And that they are doing the best that is possible for the Greek masses. Und sie behaupten, sie tun das Beste, was im Interesse der griechischen Massen möglich sei. So let's look at what they are doing to the Greek masses. Lass uns anschauen, was sie tatsächlich für die griechischen Massen tun. They have kept none of their promises. Sie haben keinen, nicht einen einzigen Versprechen eingehalten. They continue the same fundamental policies of the parties of the ruling class, the conservatives and the social democrats. Sie setzen grundlegend die Politik der Parteien der herrschenden Klasse, der Konservativen und der Sozialdemokraten fort. But it's not just that, it's even worse. Aber es ist nicht nur das, es ist eigentlich noch schlimmer. Because the third memorandum is a third round of attacks on top of the previous two rounds of attacks. Denn das dritte Memorandum ist natürlich eine dritte Runde von Angriffen, die zusätzlich zu den zwei vorhergegangenen Angriffswellen jetzt umgesetzt wird. Syriza is now attacking sections of the population that were not attacked by the previous governments. Und die Syriza-Regierung greift jetzt Teile der Bevölkerung an, die von den vorherigen Regierungen nicht angegriffen wurden. One year ago, under the New Democracy government, the lowest pension in Greece was 500 euros, the basic pension. Vor einem Jahr unter der Regierung der konservativen Partei Neue Demokratie war die Mindestrente lag bei 500 Euro. Last September, Syriza took it down to 400 euros. Letzten September wurde diese Mindestrente durch die Syriza-Regierung auf 400 Euro abgesenkt. And in the last week, it went down to 300 euros after the demands of the Troika. Letzte Woche wurde sie auf 300 Euro abgesenkt als Folge der Forderungen der Troika. New taxes are being imposed.
Neue Steuern werden aufgezwungen. Both direct and indirect. Direkte und indirekte Steuern. And the poorer sections of the peasants, of the farmers, who were not attacked to the same extent by previous governments, are now facing extinction under the attacks of the Syriza government. Und die ärmsten Schichten der Bäuerinnen und Bauern, die unter den vorherigen Regierungen nicht angegriffen wurden, die sind jetzt eigentlich vom Auslöschen bedroht. And now we have the biggest privatization program ever undertaken by any Greek government, which is being applied by Syriza. Und jetzt sehen wir das größte Privatisierungsprogramm, was es in Griechenland jemals gegeben hat, umgesetzt durch die Syriza-Regierung. If this is the best humanly possible that Tsipras can do for the Greek workers, who needs him? Wenn das das Beste ist, was Tsipras als Menschenmögliches betrachtet, was man für die griechische Arbeiterklasse tun kann, dann stelle ich die Frage, wer braucht ihn noch? He's only preparing the ground for the return of the right-wing new democracy and for the rise of neo-fascism and the far-right. Seine Politik bereitet nur den Boden für ein Wiederkommen der neuen Demokratie und der PASOK, der Sozialdemokratie, und auch für eine weitere Stärkung der Faschisten. It's a shameless capitulation to the demands of the Troika, and the question which is posed objectively in Greek society is if voting for the left and putting the left in government will mean that these policies are applied, then the left has no historical role to play. Es ist eine schamlose Kapitulation und es wirft die Frage auf, wenn die Wahl der Linken zu einer solchen Politik führt, was für eine historische Rolle hat die Linke dann noch zu spielen? This has to be answered, because we are not all the same. Und diese Frage muss beantwortet werden, weil wir nicht alle gleich sind. We have to answer Tsipras' justifications for his capitulation, who is indirectly trying to blame the Greek working class for its own cowardice. Wir müssen die Argumente von Tsipras beantworten, weil er indirekt die griechische Arbeiterklasse für seine eigene Feigheit verantwortlich macht. His main arguments are one, that he was blackmailed. Seine wesentlichen Argumente sind zum einen, dass er erpresst wurde. By the EU and he had no other options. Also, dass er durch die EU erpresst wurde und keine andere Wahl hatte. And second, that he had no mandate by the Greek working class to come into clash with the EU. Und sein zweites Argument war, dass er kein Mandat durch die griechische Arbeiterklasse hatte, sich mit der EU anzulegen. And leave the Eurozone. Beziehungsweise die Eurozone zu verlassen. To start with, the leadership of Syriza ought to have known that they would have been blackmailed by the EU. Als erstes muss man sagen, dass die Führung von Syriza hätte wissen müssen, dass sie durch die EU erpresst werden wird. And that the blackmail would be that they would be kicked out of the Eurozone. Dass die Erpressung so aussehen würde, dass sie damit bedroht wird, aus der Eurozone rausgeworfen zu werden. This is something that we, as a section of the CWI in Greece, never tire mentioning and stressing. Das ist etwas, was wir als Sektion des Komitees für eine Arbeiterinternationale in Griechenland immer wieder erklärt haben. But also in discussions with the leadership of Syriza and even Tsipras personally, we raised these points. Wir haben das auch in Diskussionen mit der Führung von Syriza und auch mit Tsipras persönlich immer wieder aufgeworfen und erklärt. We stressed to them that there was not one chance in a million that Merkel, Schäuble and the rest of the gang in the EU would retreat to the demands of a left government in Greece based on a radical program that Tsipras wanted to supposedly apply. Wir haben ihnen immer wieder gesagt, dass es nicht die geringste Chance gab, dass Merkel, Schäuble und die EU den Forderungen eines radikalen Programms im Interesse der Bevölkerung in Griechenland durch eine linke Regierung hätte nachgeben können. That they would blackmail the Greek government either to capitulate or to be kicked out of the Eurozone. Und dass sie die griechische Regierung erpressen werden, entweder zu kapitulieren oder eben mit der Drohung aus der Eurozone herausgeworfen zu werden. And that Syriza could face this only by basing itself on a socialist program and on an internationalist appeal to workers across Europe and internationally. Dass die einzige Antwort von Syriza darauf hätte sein können, sich auf die Grundlage eines sozialistischen Programms zu stellen und eines internationalistischen Appells an die Arbeiterinnen und Arbeiter von Europa und der ganzen Welt. They would not listen.
Aber die Syriza-Führung hat nicht zugehört. It was a combination of arrogance on the one hand, but also reformist illusions, or you may even call it idiocy, on the other hand. Es war eine Kombination von Arroganz auf der einen Seite und auf der anderen Seite von reformistischen Illusionen, die man aber auch als Idiotie bezeichnen kann. Precisely because they could not understand the class nature of the capitalist system and they could not understand the class character of the European Union. Weil sie im Endeffekt den Klassencharakter des kapitalistischen Systems und den Klassencharakter der Europäischen Union nicht verstanden und verinnerlicht hatten. Let's look now at their other argument that the Greek working class gave them no mandate to clash. Lass uns das andere Argument anschauen, dass die Syriza-Regierung angeblich kein Mandat gehabt hat, in den Konflikt mit der EU zu gehen. We had 41 general strikes in the course of the last 5 years. In den letzten 5 Jahren hatten wir 41 Generalstreiks. Why did they take place? Warum fanden diese statt? Because the trade union leaders decided suddenly to become revolutionaries. Weil die Gewerkschaftsführungen plötzlich entschieden haben, revolutionär zu werden. Or because the mood in society was so huge, they had to present some face. Oder weil es innerhalb der Gesellschaft eine solche Stimmung gab, einen solchen Druck gab, dass sie zum Handeln gezwungen wurden. We had city general strikes on a number of occasions in which everything stopped. Even kiosks stopped working. Nothing moved. Es gab stadtweite Generalstreiks, die wirklich zu einem hundertprozentigen Stillstand geführt haben. Selbst die Kioske haben geschlossen gehabt. We had endless sectoral strikes lasting for months. Wir hatten unzählige einzelne Streiks in verschiedenen Betrieben und Sektoren, die Monate dauerten. We had mass occupations of workplaces lasting for weeks. Wir hatten wochenlange Betriebsbesetzungen. We had fantastic social movements like the No Pay Movement and like the Occupy Movement. Wir hatten fantastische soziale Massenbewegungen wie die Zahlt-Nicht-Bewegung und die Occupy-Bewegung, die Plätze besetzt hat. We had demonstrations of up to 800,000 people on the streets of Athens according to the bourgeois media. Wir hatten Demonstrationen von bis zu 800,000 Menschen auf den Straßen Athens. Das sind die Zahlen der bürgerlichen Medien. There were months, again based on what the bourgeois media wrote and mentioned, that we had 3 million people out on the streets in struggle. Es gab Monate, wo wieder eine Zahl der bürgerlichen Medien 3 Millionen Menschen an Kämpfen teilgenommen haben, auf den Straßen waren. So who was afraid of a clash? Also wer hatte Angst vor einem Zusammenstoß mit der EU? The Greek masses were ready to go all the way. Die griechischen Massen waren bereit, den ganzen Weg zu gehen. But the leadership of Syriza was afraid to take the fight to the end. Aber die Führung von Syriza hatte Angst, den Kampf bis zum Ende zu führen. And if this picture is not entirely clear, let us look at what happened at the referendum of July 5. Wenn das noch nicht ausreicht, das Bild noch nicht klar geworden ist, lass uns mal anschauen, wie die Debatte um das Referendum im Juli, am 5. Juli sich vollzogen hat. Which Tsipras called 1 week before. Die durch Tsipras eine Woche vor dem Termin ausgerufen wurde, das Referendum. It was a tremendous historical week in the history of the Greek working class. Es war eine unglaubliche historische Woche in der Geschichte der griechischen Arbeiterklasse. Because in the eyes of the Greek workers, it was like as if the bourgeois of the whole planet has conspired, including China and the Pope. Denn in den Augen der griechischen Arbeiterklasse war das eine Woche, in dem es so schien, als ob die Herrschenden, die Bourgeoisie der ganzen Welt, inklusive Chinas und des Papstes, gegen sie konspirierten und sich zusammengeschlossen haben. Against the Greek workers. They pointed their finger to the Greek workers and they said, in many different ways, don't you dare vote for the no in the referendum. Sie haben mit ihrem Finger auf die griechische Arbeiterklasse gezeigt und in vielen unterschiedlichen Arten und Weisen gesagt und gedroht, kommt bloß nicht auf die Idee, traut euch bloß nicht mit Nein zu stimmen. Because we will destroy you. Denn wenn ihr das macht, werden wir euch zerstören. They made it absolutely clear, if you vote no, this will mean exit from the Eurozone. Wir haben absolut klar gemacht, wenn ihr mit Nein stimmt, werdet ihr aus der Eurozone rausgeworfen.
The terror campaign launched against the no vote with the banks closed and the economy on its knees was simply unprecedented. Es gab dann eine nie vorher gesehene Terrorkampagne gegen eine Nein-Stimme, wo die Banken geschlossen wurden und die Volkswirtschaft auf den Knien sich befand. The Greek working class heard the message sent by the international bourgeoisie and sent its own message back. Die griechische Arbeiterklasse hat diese Botschaft der weltweiten Kapitalisten gehört und wahrgenommen und hat ihre eigene Botschaft zurückgesendet. You want to fight us? We are ready. Ihr wollt gegen uns kämpfen? Wir sind bereit dazu. An unbelievable 61% voted in favor of the no vote. Unglaubliche 61% haben dann mit Nein abgestimmt. A staggering 85% voted no in the neighborhoods, the working neighborhoods of the big cities. Und in den Arbeiterstadtteilen der großen Städte waren es unglaubliche 85%. And yet Tsipras says the Greek working class was not ready for a clash. Und immer noch behauptet Tsipras, die griechische Arbeiterklasse wäre nicht zu einem Zusammenstoß bereit gewesen. But we have a question to the anarchists as well. Aber wir haben auch eine Frage an die Anarchistinnen und Anarchisten. Because they say that the movement does not need parties, does not need leadership, it does not need political parties. Weil sie sagen, die Bewegung braucht keine politischen Parteien, braucht keine Führung. All that is required is the spontaneous movement of the masses. Sie sagen, alles was wir brauchen, sind die spontanen Bewegungen der Massen. So can they tell us what else the Greek working class should have done? Können Sie uns bitte sagen, was denn sonst die griechische Arbeiterklasse noch hätte machen sollen? Can they imagine any other kind of initiative that the Greek workers did not take in the past 5 or 6 years to tell us so as to do in the next, in the future? Also könnten Sie uns bitte sagen, was für weitere Initiativen die griechische Arbeiterklasse hätte starten sollen, die sie in den letzten 5 Jahren nicht ergriffen haben, um die Kämpfe der Zukunft zu führen. Because Greece in the period between 2010 and 2015 has been precisely an example of huge initiative from below and spontaneous movements from below. Denn Griechenland in den Jahren 2010 bis 2015 war gerade ein enormes Beispiel für spontane Bewegungen, für Initiativen von unten. All the struggles that I have mentioned were against the political establishment and against the trade union leaderships and despite the complete absence of the mass parties of the left. Alle Kämpfe und Initiativen, die ich erwähnt habe, richteten sich gegen das gesamte politische Establishment, richteten sich auch gegen die Führungen der Gewerkschaften und das bei einer völligen Abwesenheit von politischen Parteien. The movements that I mentioned have not been initiated by the mass parties of the left in Greece. Also die Bewegungen, die ich erwähnt habe, die wurden nicht durch die linken Massenparteien angestoßen oder initiiert. Of course there was a difference between the Communist Party, the KKE and Syriza. Natürlich gab es und gibt es einen Unterschied zwischen der kommunistischen Partei KKE und Syriza? The KKE said nothing is happening, nothing is worth mentioning. This does not interest me. And so they never got involved in any one of the struggles that I mentioned before. Die KKE hatte eine Haltung, als wenn gar nichts passieren würde. Dass sie quasi nicht interessiert waren an den Bewegungen und Kämpfen, die stattgefunden haben, und haben sich nicht tatsächlich daran beteiligt. Syriza had a different approach. Syriza hatte eine andere Herangehensweise. It did not initiate these struggles, but it supported these struggles. Sie haben diese Kämpfe nicht angestoßen und initiiert, aber sie haben sie unterstützt. And that's the reason why the Greek masses, having been defeated on the trade union front, they turn to the political front. Und das ist der Grund, weshalb die griechischen Massen, die sozusagen an der Gewerkschaftsfront Niederlagen einstecken mussten, sich dann der politischen Ebene zugewendet haben. And they picked this small party, Syriza, which was in the region of 3 to 4%, and they gave it huge strength. Sie haben sich sozusagen diese kleine Partei Syriza ausgesucht, die damals bei 3 bis 4% an Wahlunterstützung stand, und haben sie massiv unterstützt. They raised it to 36%, and they put it to government. Sie haben bis dahin, dass Syriza 36% der Stimmen erhielt und in die Regierung kommen konnte. Only, however, to be stabbed in the back.
und dann nur um ein Messer in den Rücken zu bekommen. The conclusion therefore is clear. Die Schlussfolgerung für uns ist klar. The Greek workers were not defeated because they were not spontaneous enough. Die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter wurden nicht geschlagen, weil sie nicht spontan genug waren. They were defeated because they had no political party which was ready and willing to assist them to prepare and to plan their struggles together with them. Sie haben eine Niederlage erlitten, weil sie keine politische Partei hatten, die ihnen wirklich geholfen hätte, die sie auf die Kämpfe vorbereitet hätte und die mit ihnen zusammen die Kämpfe geplant und angegangen wäre. What was required was a left party that would be ready to take the struggle to the end. Was nötig gewesen wäre, wäre eine linke Partei, die bereit gewesen wäre, die Kämpfe tatsächlich bis zum Ende zu führen. To plan the mobilizations of the mass movement. Die die Mobilisierungen der Massenbewegung wirklich geplant hätte. To coordinate the strikes, the occupations, the social movements and to develop them. Die Streiks, Besetzungen, sozialen Bewegungen koordiniert und weiterentwickelt hätte. To build rank and file committees so that the masses could democratically control their struggles. Die dabei geholfen hätte, Basiskomitees zu schaffen, die die Massen in die Lage versetzt hätten, ihre Kämpfe selber demokratisch zu organisieren. To clash with the EU and with the Greek bosses and to raise the question of power. Und die den Konflikt und den Zusammenstoß mit der EU und mit den griechischen Bossen bereit gewesen wäre einzugehen und die bereit gewesen wäre, die Frage der Macht zu stellen und die Macht zu ergreifen. And to propose a socialist program for the reconstruction of the economy and for the democratic running of the economy by the working people themselves. Und die ein wirklich sozialistisches Programm entwickelt hätte für den Wiederaufbau der griechischen Volkswirtschaft auf der Basis von demokratischer Planung durch die arbeitenden Bevölkerung selber. Having no such political tool in their hands, the Greek masses turned to whatever was available, Syriza. Und ohne eine solche politisches Instrument in der Hand zu haben, haben die griechischen Massen sich dann an das gewendet, was quasi im Angebot war, und das war Syriza in dem Moment. The result is defeat and mass demoralization. Das Ergebnis ist eine Niederlage und massenhafte Demoralisierung. But it's also the beginning of a search by tens of thousands of activists. Aber es ist auch der Beginn einer neuen Suche von Zehntausenden Aktivistinnen und Aktivisten. About what kind of left is required? Eine Antwort suchen auf die Frage, was für eine Linke brauchen wir? About what kind of program is required? Was für ein Programm brauchen wir? To take the economy and society out of the crisis and out of barbarism to which capitalism is pushing us. Um die Gesellschaft und die Wirtschaft aus der Krise und aus der Barbarei herauszuführen, in die der Kapitalismus sie hineinstößt. The Syriza leadership suffers from the original sin of reformism. Die Führung von Syriza leidet unter der Grundsünde des Reformismus. They have the illusion that they can make the system work. Sie haben die Illusion, dass sie das System besser verwalten können. That by gradual change, slowly and peacefully, things will change and the capitalist system will provide jobs and rising living standards. Dass durch langsame Veränderungen in einem schrittweisen, friedlichen Sinne das kapitalistische System verbessert werden kann und Arbeitsplätze und wachsende Lebensstandard garantieren kann. Tsipras was absolutely convinced, and he made this so many times clear that he would make Merkel and Schäuble change their mind. Tsipras war wirklich davon überzeugt, und das hat er bei sehr vielen Gelegenheiten immer wieder betont, dass er in der Lage sei, bei Merkel und Schäuble eine veränderte Haltung, einen Meinungswechsel herbeizuführen. He described his so-called strategy as mutually beneficial negotiations. Und er hat seine Strategie bezeichnet als eine, die allen als Verhandlungen, die allen Seiten zum Nutzen führen würde. The result is what we see today. Und wir sehen heute die Ergebnisse dieser Strategie. Reformism in Greece has suffered a huge blow. Der Reformismus in Griechenland hat einen enormen Schlag erlitten. But at the same time, as I said before,
This is pushing thousands of working class fighters to search for revolutionary ideas. Aber gleichzeitig führt das dazu, dass tausende Aktivistinnen und Aktivisten, Kämpferinnen und Kämpfer der Arbeiterklasse auf die Suche nach revolutionären Ideen gehen. On this basis, the Greek working class will be back. Und auf dieser Grundlage wird die griechische Arbeiterklasse ein Comeback haben. It will heal its wounds and it will return. Sie wird ihre Wunden heilen und zurück auf der Bühne erscheinen. It has done it before in the past. It will do it again in the future. So wie sie es in der Vergangenheit getan hat, wird sie es auch in der Zukunft tun. It will push aside accidental figures like Tsipras. Sie wird zufällige Figuren wie Tsipras beiseite rücken. Whom many lefts internationally described as charismatic. Den viele Linke international als charismatisch beschrieben haben. It will give rise to its own leaders arising from its own ranks. Und sie wird eigene Führung und eigene Führerinnen und Führer aus ihren eigenen Reihen hervorbringen. Devoted to their class and democratically controlled by the rank and file. Die tatsächlich die Interessen ihrer Klasse vertreten und die durch die Basis demokratisch kontrolliert werden. It will draw the conclusions and build the kind of political force that is worthy of its revolutionary traditions. Und sie wird die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und eine politische Massenkraft aufbauen, die in den eigentlichen Traditionen der griechischen Arbeiterklasse stehen wird. A mass revolutionary internationalist party to lead its struggles and into the future. Eine massenhafte internationalistische und revolutionäre Partei, die die Kämpfe der Zukunft führen kann. This is a central lesson of Greece today. Das ist eine zentrale Lehre für uns aus den griechischen Entwicklungen. And it holds true for the whole planet. Und das ist auch eine Lehre, die für den ganzen Planeten gilt. Thank you, comrades.